Yo, Freunde, was geht ab? Ich befinde mich auf dem Schießplatz und heute gibt es einen neuen Teil mit dem billigsten 16 Joule Luftgewehr. Mittlerweile haben wir da eine neue verbotene Tuningfeder eingebaut und heute werden wir testen, wie viel Joule es damit nun hat. Außerdem habe ich ganz viel verschiedene Munition gekauft. Damit werden wir heute auch nochmal einen schönen Munitionsvergleich machen, welche Munition am meisten Durchschlagskraft hat. Dazu werden wir Ballistik Gel verwenden und dann noch ein paar Schadentests. Wenn ihr das alles nicht verpassen wollt, ja, dann bleibt einfach dran. Das hier ist die alte 16 Joule Feder, die haben wir ausgebaut und die neue sieht eigentlich genauso aus, ist nur ein Stückchen länger. Das bedeutet, wenn das Luftgewehr gespannt ist, entsteht mehr Druck. Und wie groß der Unterschied nun ist, messen wir mit dem Chronographen. Für die Messung nehme ich hier ganz normale Flachkopfgeschosse. Die sehen so aus. Das Luftgewehr lässt sich jetzt auch etwas schwerer spannen, das war ja aber abzusehen. Stecken wir das Geschoss rein und dann geht es los. Ich bin gespannt, wie viel Joule es jetzt hat. Auf die Plätze, fertig. 16,8 Joule? Da stimmt irgendwas nicht. Versuchen wir es mal mit der Munition. Hier steht auch drauf, wie viel jedes einzelne Geschoss wiegt. 0,65 Gramm. Vielleicht habe ich das im Chronographen falsch eingestellt, denn auf dieser Verpackung steht nichts da und... Da hatte ich gerade im Internet nachgelesen, aber kann sein, dass der Wert halt nicht korrekt war. Also auf ein neues. 3, 2, 1. 15,78. Ich versuche es mal mit etwas mehr Abstand. 16,33. Noch mehr Abstand. Ich hoffe, ich treffe den Chronographen nicht. 16,25. Wow, Freunde, das ist unerwartet. Ich bin enttäuscht. Wie kann das sein? Ich meine, ich merke es ja auch beim Spannen, dass es schwerer geht als vorher. Und ich habe auch so schon ein paar Mal damit geschossen und es kam mir echt stärker vor, aber der Chronograph zeigt 16 Joule an. Falls ihr eine Idee habt, woran es liegen kann, schreibt es mir mal bitte in die Kommentare. Wir machen jetzt weiter mit dem Munitionsvergleich. Insgesamt habe ich hier 10 verschiedene Munitionen. Einen schönen Block Ballistik Gel habe ich mir hier selbst hergestellt. Mal gucken, ob der gut hier rausgeht. Hab vorher alles schön mit Silikonspray besprüht, aber wie es aussieht, aha, geht er raus. Schaut euch das an. Ich finde, er hätte noch ein bisschen höher sein können, aber so geht das schon und ist auch recht gut durchsichtig. Wir stellen das Ganze einfach hochkant auf, dann fange ich unten an, schieße mich so nach oben mit jeder Munition jeweils einmal und am Ende werden wir dann richtig schön sehen können, mit welchem Geschoss wir die meiste Durchschlagskraft haben. Aber bevor es mit dem XXL Munitionsvergleich losgeht, möchte ich euch meinen neuen Sponsor vorstellen, World of Warships. World of Warships ist ein kostenloses Online-Marine-Simulations-PC, PlayStation und Xbox-Game, in dem ihr teambasierte Seeschlachten durchführt. Ihr könnt zwischen mehr als 400 historischen Schiffen wählen, die insgesamt zu 11 Nationen gehören und in 4 verschiedene Klassen unterteilt sind. Es gibt Zerstörer, Schlachtschiffe, Kreuzer und Flugzeugträger. Jede Klasse hat ihre Vor- und Nachteile. Außerdem lernt man etwas über die Entwicklung der Marine, denn man kann Schiffe spielen, die auch im echten Leben gebaut und eingesetzt wurden. Was ich aber am besten finde ist, dass ihr World of Warships zusammen mit euren Freunden spielen könnt. Gründet beispielsweise einen Clan und tretet Turnieren bei. Es gibt ständig neue Updates, wodurch das Spiel erweitert wird oder die Teilnahme an Events möglich ist. Wählt euer Schiff, steuert dieses durch atemberaubende Landschaften, entwickelt eure eigene Strategie und gewinnt somit die Schlacht. Ladet euch jetzt kostenlos unten über den ersten Link in der Beschreibung World of Warships herunter. Damit unterstützt ihr mich und meinen Kanal und außerdem ermöglicht ihr mir damit, zukünftige Projekte zu finanzieren. Mit dem Code BOOM bekommt ihr als neuer Spieler einen Bonus im Wert von 25 Euro. Das entspricht 200 Dublonen, 2 Schiffen, 20 Tarnungen, 2,5 Millionen Kreditpunkte und 7 Tage Premium auf euer Konto. World of Warships, erster Link unten in der Beschreibung. Vielen Dank für eure Unterstützung. Wir beginnen als allererstes mit dieser Standardmunition hier, Flachkopfgeschosse. Ich bin gespannt, wie tief das eindringen wird. Schaut euch das an, Freunde, wie schön man das Geschoss erkennen kann. Da sehen wir auch noch die Bahn. Ja,
das Geschoss hat es nicht mal geschafft, die Hälfte zu durchqueren. Übrigens habe ich mir gerade überlegt, da das Luftgewehr ja mit Tuningfeder trotzdem noch 16 Joule hat, brauche ich eine Alternative. Also ein neues Luftgewehr. Vielleicht eins, was etwas qualitativ hochwertiger ist und nicht das billigste 16 Joule Luftgewehr. Habt ihr Bock auf ein neues Luftgewehr? Wenn ja, lasst einen Daumen hoch da und wenn das Video 10.000 Daumen hoch erreicht, kaufe ich ein hochwertigeres Luftgewehr. Oh, ich kann mich gar nicht entscheiden, was ich hier als nächstes nehmen soll. Komm, ich denke mal, die da werden etwas stärker sein. Rundkopfgeschosse. Oh, ich bin ja lustig. Die kann ich gar nicht nehmen. Die sind nämlich viel zu groß. Ist das falsche Kaliber. 6,35 mm. Ja, die gehen da auf jeden Fall nicht rein. Aber wir haben ja noch genug Auswahl da. Komm, nehmen wir mal diese Dinger hier. So sehen die Geschosse aus. Erinnert mich so ein bisschen an den Dübel. Ich baller einfach rein. 3, 2, 1. Wow, das ist krass. Schaut euch das an. Das Geschoss hat mehr als die Hälfte durchdrungen. Und hier können wir richtig gut im Vergleich sehen, wie viel weiter es gekommen ist im Vergleich zu dem Flachkopf-Diabolo. Nicht schlecht. Als nächstes nehmen wir uns mal diese hier. Die sind wirklich sehr leicht, nur 0,36 Gramm. Ich glaube, das sind die leichtesten, die ich hier heute mit dabei habe. Und ey, die sind nicht mal aus Blei, sondern das ist Kunststoff. Also die Kugel da vorne drin, die ist aus Blei oder was auch immer. Aber der Rest ist aus Kunststoff, deswegen sind die auch so leicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das tief eindringen wird, aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Auf die Plätze, fertig, los! Wow, war besser als erwartet. Das Geschoss können wir auch richtig gut erkennen. Weiter als der Flachkopf-Diabolo, aber nicht so weit wie der Dübel da halt. Nicht schlecht. Das nächste Geschoss ist hier Red Fire, wiegt 0,51 Gramm, ein bisschen mehr als der von gerade eben und so sieht er aus. Ist auch eine Kunststoffspitze. Ich denke, Red Fire wird sehr durchschlagskräftig sein. 3, 2, 1. Alter, das ist ja krass. Die Spitze ist abgerissen, steckt da fest und ansonsten, das Geschoss ist überhaupt nicht weit gekommen. Aber ich glaube, es hätte mehr Schaden angerichtet als die anderen. Ey, richtig geil, das jetzt hier so im Ballistikgel als Vergleich zu sehen. Die nächsten Geschosse nennen sich hier Tornado, wiegen 0,78 Gramm, sind wirklich sehr schwer. Ansonsten, das Geschoss vorne ist aus Blei, aber der Rest auch hier wieder aus Kunststoff. Hier kann ich mir vorstellen, dass die sehr durchschlagskräftig sind. Auf die Plätze, fertig, bam! Nicht übel. Das sieht mir nach dem zweiten Platz aus. Der Dübel, der ist auf dem ersten Platz aktuell. Auf jeden Fall finde ich gute Durchschlagskraft. Vier Kandidaten haben wir noch. Die hier werde ich mir mal zum Schluss aufheben. Die werden nämlich damit beworben, dass sie 25% more Punch haben. Also sollen wirklich sehr durchschlagskräftig sein. Die da könnten mit die besten sein. Das kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Deswegen machen wir jetzt erstmal hier weiter mit diesem Tornado. Es sieht einfach aus, als wenn da so ein Zahnrad oben drauf geschraubt wurde. Schaut euch das an, wie klein die sind. Erinnert mich irgendwie an so einen Turm vom Schachspiel. Nur 0,2 Gramm wiegen die. 0,23. Ja, ist ja auch 0,2, ne? Let's go! Auf die Plätze, fertig, bam! Geil, auch sehr interessant. Die Kugel hat sich vom Rest gelöst, ist dann noch ein paar Zentimeter nach vorne gekommen. So sieht das Ganze aus. Wirklich sehr, sehr geil und fast dritter Platz, vierter Platz aktuell. Jetzt nehmen wir mal Knockout. Ich denke, die haben nicht so eine krasse Durchschlagskraft, aber aufgrund der komischen Form hier richten die sehr viel Schaden an. Sind auch sehr schwer, 0,65 Gramm. Hier könnt ihr euch das Geschoss nochmal angucken. Also die Spitze ist einfach so hohl. Wir geben dem Block jetzt mal einen Knockout. 3, 2, 1. Wow, Knockout hat die Kugel ganz knapp überholt, also ist jetzt auf dem vierten Platz. Ich zeige euch das Ganze nochmal von oben, da kann man es etwas besser erkennen. Nicht übel. Als vorletztes nehmen wir jetzt hier Hornet, die haben ja diese Kupferspitze, diese verstärkte Spitze. Ich denke, das wird jetzt ein neuer Rekord. Ich hoffe, das wird jetzt kein Durchschuss, aber normalerweise nicht. 3, 2, 1...
Da oben ist er. Flugbahn etwas nach unten, also vielleicht noch ein paar Millimeter weiter hätte er es schaffen können, wenn ich komplett gerade geschossen hätte. So Freunde, jetzt sind hier diese goldenen Geschosse dran. Bis zu 25% mehr Power soll man damit haben. Sehr schöne Verpackung, die ich nicht aufkriege mit einer Hand. Hier steht auch auf der Verpackung drauf Real Gold. Also ich denke mal, die sind vergoldet, sehen jedenfalls so aus. Und die waren auch ganz schön teuer, sind auch nicht so viele drin. Bin mal gespannt, ob sich das lohnt. Ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht. 3, 2, 1. Oh, zweiter Platz für das goldene Geschoss. Aber hier ist mir etwas Besonderes aufgefallen. Und zwar, hier können wir sehen, dass es einfach nur so ein Strich ist. Aber davor hat es ordentlich Schaden angerichtet. Also das wurde hier ordentlich aufgerissen. Ich denke mal, das liegt daran, dass der Kopf vorne halt so breit ist. Auf jeden Fall heftig. Bei dem Dübel, der hier am weitesten ging, kann man auch erkennen, dass die Durchquerung so gut wie gar keinen Schaden hinterlassen hat. Also ist einfach nur so ein ganz dünner Strich da. So wie hier zum Schluss bei dem hier auch. Also der hat auch insgesamt auch nur einen ganz dünnen Strich hinterlassen. Also ich finde das mit dem ballistischen Gel hier echt interessant. Richtig geil zum Vergleichen. Hier könnt ihr die Kandidaten auch nochmal sehen. Ich habe die nach der Reihe hier hingelegt, also das hier schlechteste Durchschlagskraft, immer besser und ansonsten am besten dieser Dübel hier, 0,8 Gramm, ist auch das schwerste Geschoss von allen gewesen. Wir machen jetzt noch zwei Schadentests mit dem besten Geschoss. Als allererstes schießen wir mal auf ein paar Dosen, 3 Dosen, letztes Mal war Rekord, mal gucken, ob das beste Geschoss 4 Dosen schaffen wird. Ich schüttel die nochmal vorher richtig gut, damit es schön spritzt, so wie in alten Zeiten, und dann würde ich sagen, legen wir los. 3, 2, 1. Wow, das ist ein neuer Rekord. Wir haben hier 1, 2, die dritte, da ist es rausgekommen, die vierte rein, beziehungsweise hier rein, da raus, und für mehr hat es nicht gereicht. Aber 4 dicke Dosen, das ist gut. Als nächstes nehmen wir uns hier noch diesen alten kaputten Lipo und dann gucken wir mal, ob der gleich brennen wird. Auf die Plätze, fertig. Ich denke, jetzt ist der Lipo richtig hinüber. Ich hoffe, der XXL Munitionsvergleich mit Ballistik Gel hat euch gefallen, Freunde. Ich fand ihn auf jeden Fall wirklich sehr geil. Wenn ihr wollt, dass ich ein qualitativ hochwertigeres Luftgewehr kaufe, Daumen hoch. Ansonsten ladet euch World of Warships herunter. Damit unterstützt ihr mich und meinen Kanal. Hier könnt ihr noch 2 weitere Videos anschauen. Wir sehen uns. Peace.